Heute geht es endlich nach Epcot. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Tag hier aus Walt Disney World. Heute geht es endlich nach Epcot. Wir haben, glaube ich, Tag 5. Hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt heute Morgen direkt nach Epcot. Und heute Nachmittag habe ich eine Reservierung bei Be Our Guest in einem Restaurant. Das muss ich mir einmal gönnen. Und da muss ich mit der Monorail, damit ich auch mal mit der gefahren bin, nach Magic Kingdom fahren. Und was ich danach mache, ob ich in Magic Kingdom bleibe oder wieder zurück nach Epcot fahre, habe ich noch nicht so ganz entschieden. Das werde ich mal schauen, wie einfach es ist, mit der Monorail zu fahren. Aber da ich ja später in Magic Kingdom bin, möchte ich gerne ein Lightning Lane für Seven Dwarfs Mine Train buchen. Und da nehme ich euch jetzt mit in den Ablauf. Ich gucke jetzt runter auf mein Handy, mache eine Bildschirmaufnahme und zeige euch, wie ich das buche. Also gebt bei der Suche ein. Die Attraktion, also so mache ich das immer. Ich gebe mal bei der Suche die Attraktion ein, Seven Dwarfs Mine Train. Dann geht ihr auf Lightning Lane. Und dann steht da schon, ne, wann die nächste verfügbar wäre. Das wäre jetzt 3.55 Uhr, aber meine Reservierung ist um 16.15 Uhr. Also würde ich gerne ein bisschen später, so gegen 17 Uhr. So, jetzt muss ich hier auswählen, wer fährt. Jetzt kann ich mir hier eine Uhrzeit aussuchen. Also sagen wir mal 17 Uhr, also 5 Uhr. Ja, nee, warte, 16.15 Uhr ist die Reservierung, jetzt muss ich überlegen. Dann machen wir doch 5.55 Uhr. Man hat natürlich immer eine Stunde Zeit. Oder machen wir 5.30 Uhr, weil man hat eine Stunde Zeit, um zurückzukommen. Ja, machen wir 5.30 Uhr. So, continue. Ihr seht, dann habe ich Zeit von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr zu der Attraktion zu kommen. Kostet 12 Dollar jetzt für heute. Das variiert je nach Tag und Anzahl der Gäste im Park, also wie voll es ist. Ähnlich wie in Disneyland Paris. So, jetzt gehe ich da drauf und buche es einfach über die Kreditkarte. Ja, da ist alles hinterlegt. Kreditkarte. Und ja, mit Text 1278. So, und damit habe ich mein Lightning Lane für Seven Dwarfs Mine Train gesichert für 5.30 Uhr. Bin gespannt, wird wahrscheinlich Golden Hour, das wird auch sehr schön sein. Ja, so, jetzt geht's aber erstmal nach Epcot. Okay, enjoy your day. Hi friends, good morning. Unser erster Halt oder die ersten Attraktionen, die wir heute Morgen machen wollen, sind Soarin' und Living with the Lands. Thank you.
So, das war doch ein schöner Flug am Morgen durch die Welt. So, jetzt machen wir uns zu Living with the Lands. Und dann mal sehen, ob wir Test Track fahren oder Findet Nemo. Findet Nemo ist halt hier in der Nähe. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass die Sonne jetzt mal bald rauskommt, denn es ist schon sehr, sehr kalt heute Morgen. So, das war Living with the Lands, eine ganz tolle Bootattraktion. Man fährt durch verschiedene Welten, man sieht, wie angebaut wird. Da wird Gemüse, Pflanzen, alles Mögliche angebaut und auch tatsächlich in einem Restaurant da drin auch verarbeitet. Also es ist sehr interessant, man lernt was über die Welt und die Pflanzenwelt. Und so zwischendurch kann man das mal einbauen, wenn man so ein bisschen runterkommen will. So, jetzt geht's zu Figment, ich weiß nicht, wie die Attraktion heißt. Irgendwas mit Imagination und dann ist dieser Figment drin, dieser lila Drache, der ja hier sehr gehypt ist, wo vor ein paar Tagen der Popcorn-Eimer verkauft wurde und die Leute 6 Stunden für einen Popcorn-Eimer gewartet haben. Naja, mal gucken, was es mit dem Drachen auf sich hat. Ja, mein erster Character-Meet wird Penelope sein. Hi, Penelope! How are you? Where are all your sweets? Oh, on your hair, right? So, let's take some pictures. Hi, Joy! Yes. How are you today? All good, right? I love your background. It's beautiful. So, let's have some pictures. A Journey into Imagination mit Figment. War richtig cool, war richtig lustig. Und jetzt verstehe ich so ein bisschen den Hype über Figment. Der ist echt
kann man schon viel drüber lachen. Und meine ersten zwei Charaktere habe ich auch getroffen, Joy und Penelope, die es ja auch nicht in Paris so oft gibt. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut. Meine ersten Character Meet and Greets. Und jetzt geht's zur Findet Nemo Attraktion. Hat auch noch 5 Minuten Wartezeit. Also innerhalb einer Stunde haben wir echt viel geschafft. 3 Attraktionen, jetzt noch die 4. Test Track hat jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Wartezeit und auch natürlich Frozen Ever After. Aber irgendwo müssen wir uns halt mal anstellen. Ja. Jetzt geht's aber zu Findet Nemo, glaube ich, 5 oder 10 Minuten Wartezeit. Ja, Findet Nemo war relativ kurz, ich glaube 4 Minuten hat die ganze Fahrt gedauert. Mit wenig Wartezeit kann man das ruhig mal einmal mal länger als eine halbe Stunde, würde ich dafür jetzt auch nicht anstehen. Aber ja, für Kinder glaube ich eine ganz, ganz tolle Attraktion. So, wir gehen jetzt in den Creation Shop. Einer der schönsten Shops hier in Epcot, habe ich gehört. Und da ist immer noch sehr kalt, es ist 7 Grad und ich in meinem Röckchen schon ein bisschen friere. Gucken wir mal, ob ich mir hier was kaufe. Und ja, ich zeige euch ein bisschen was vom Merchandise.
So, ich musste mir eine Leggings kaufen, denn mir war kalt. Und jetzt gehen wir in Club Cool ein paar Limonaden testen. Ich bin sehr gespannt auf Beverly. Schon viel Schlimmes gehört. Hi! So, das ist ja kostenlos hier im Club Cool und ihr hier seht die verschiedenen Limonaden: Italien, Madagaskar, Dominikanische Republik, Korea, Philippinen, China, Russland, das ist für Brina, Sprite mit Gurke und Moldawien. So, wir testen uns jetzt durch und mal gucken, ob es mir schmeckt. So, wir beginnen mit Moldawien. Viva, sieht auf jeden Fall sehr toxisch aus. Doch, das kann man trinken. Das ist okay. Dann geht's weiter mit Sprite-Gurke für Brina aus Russland. Prost, Brina. Oh ja. Oh, Sprite-Gurke ist lecker. Also Brina, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Wir müssen nochmal herkommen. So, jetzt kommt China. Da habe ich gehört, das soll nicht so lecker sein. Deswegen hole ich mir auch nicht so viel. Boah, es riecht schon. Ich bin gespannt. Boah. Also am Anfang geht's, aber boah. Also es soll saure Pflaume sein. Komm, ich geb's nochmal. Ich probier nochmal. Nee, also China muss jetzt nicht sein. So, geht's weiter. Boah, dreht's mir schon der Magen um nach China. Philippinen. Oh, das ist auch was für Brina. Wassermelone. Wassermelone, Brina, Prost. Schmeckt jetzt nicht nach Wassermelone, aber schmeckt gut. Weiter geht's mit Korea. Apfel-Litschi. Ich mag Litschi. Bin gespannt. Oh, es riecht gut. Also, wir haben da keine Kohlensäure drin. Aber schmeckt auch gut. Ja. Weiter geht's. Dominikanische Republik. Sehr süß, ich weiß nicht, was es ist. Also kann man schon trinken, aber es ist nicht mein Favorit. So, Beverly halte ich mir zum Schluss auf. So, jetzt kommt noch Madagaskar. Riecht auf jeden Fall sehr künstlich. Okay, this one tastes like medicine. This one just straight up tastes like medicine. Yeah, it's good. But it definitely has like that medicinal. Ist okay, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. So, und jetzt kommt Beverly. Ich habe ein bisschen Angst. Also riechen tut es gar nicht so schlecht. Rina hat mir uns auch erzählt, das wird nicht mehr in Italien produziert, sondern wird nur noch extra für Epcot hier produziert, damit man es hier trinken kann. Bin mal gespannt. Also wer bei uns Schweppes kennt, ist halt wie Schweppes. Und so schlimm finde ich es gar nicht. Also ja, es ist halt bitter, aber es ist halt wie Schweppes bei uns. Ich mag jetzt auch keinen Schweppes, aber für Gin Tonic oder so kann man das bestimmt nehmen. Ne, war jetzt nicht so schlimm. Ja, ist ein bisschen bitter am Ende, aber es ist wie Schweppes. Also mein Favorit war tatsächlich Sprite Gurke. Litschi fand ich gut. Ja, also mein Favorit war, glaube ich, Sprite Gurke. Ja, nach der kurzen Erfrischung sind wir jetzt bei Space Mission Space und da ist tatsächlich in zwei Teile unterteilt. Einmal Green, also die Erde-Mission und einmal die Mars-Version. Die Mars-Version soll tatsächlich ein bisschen, also kräftiger sein. Ich weiß gar nicht, wie das hier drin aussieht.
Bin mal gespannt. 5 Minuten Wartezeit für Erde und 10 Minuten Wartezeit für Mars. Ja, ich würde sagen, los geht's. Goes inside X2 flight simulators that produce deep space flying conditions such as turbulence and G-forces. Those who are prone to motion sickness or made uncomfortable by enclosed dark spaces, simulators, or spinning should bypass this experience. Also wir hätten wahrscheinlich doch lieber die Erdetour machen sollen. Ich hatte damit nicht gerechnet. Das ist schon ein krasses Gefühl. Also man sitzt in so einem Simulator und es fühlt sich an, als würde man in den Weltraum fliegen. Und dieses Gefühl, dieses Gravity, dieses Erdanziehungskraftgefühl habe ich so bisher auch noch nie erlebt. Und ich konnte das auch nicht die ganze Zeit. Mir wurde auch nicht schlecht, aber dieses Gefühl war nicht angenehm, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal fahren würde. Hat mir jetzt nicht so zugesagt, muss ich sagen. Die grüne Line, die Erde-Line ist wahrscheinlich ist noch ein bisschen leichter. Aber das, also Mars ist schon... Ich konnte auch nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken. Das war nicht so toll. Ja, wir sind ja gerade hier zu Festival of the Arts. Und ja, hier kann man sich schöne Kunstgegenstände für zu Hause kaufen. Das war jetzt so meine Section hier, aber wahrscheinlich kann ich das nicht bezahlen. Und zweitens, wie soll ich es nach Hause bringen? Also hier ist ein bisschen was vom Merchandise vom Festival of the Arts. Das ist der Spirit Jersey mit Figment. Es gibt auch ein Magic Band. Ein Pullover für die Temperaturen gerade draußen. Und so sieht der Spirit Jersey von hinten aus. Make a masterpiece today. So, wir drehen jetzt hier eine Runde am World Showcase. Also im Prinzip hat jedes Land sein um den See herum seinen eigenen Bereich. Und ja, hier ist gerade viel los, weil hier sind die ganzen Festival of the Arts Essensstände, wo man sich jetzt hier was zu essen holen könnte. Aber da ich heute zu Be Our Guest gehe, habe ich jetzt keine Intention, hier was zu essen zu kaufen. Aber sie sind tatsächlich sehr künstlerisch angerichtet, also sehr schön auch anzusehen und schmecken sollen sie tatsächlich auch, also habe ich nur gehört. Hier zum Beispiel gibt es Risotto und Beef Carpaccio, aber es ist auch relativ teuer hier was zu essen.
So, jetzt sind wir hier in England und leider muss ich ja gleich nach Magic Kingdom wegen meiner Tischreservierung. Deswegen habe ich jetzt keine Zeit, mir die Länder genauer anzuschauen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Hi, Alice. Thank you. The leggings is just for the cold. Normally I would have bare legs. Yeah. That's true. Where can I find a hot cup of tea? I have a look. I have a look. Thank you so much. Nice to see you as well. They're beautiful. Same color as your dress, right? She'll come over. Don't worry. I have a mix of blue and pink today. Yeah. Yeah, that's true. Thank you. Have a nice day. Hier in Norwegen warten Anna und Elsa auf euch. Die Schlange ist jetzt ein bisschen lang. Ich stelle mich jetzt nicht extra an für ein Foto mit denen, aber ja, hier könnt ihr sie mal sehen. Also ich muss sagen, Elsa hat ein bisschen viel Botox im Gesicht. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Hi folks, Donald just finishing up with his last family before he heads to his last favorite place. He'll be back at 2:40. Daniel, dieses Bild ist wie gemacht für dich. Was haben wir hier noch? Ein Schlossbild. Alle vier Parks in einem Bild. Also echt schöne Bilder und wir haben das einmal ums Walt Showcase geschafft. Es hat ungefähr eine Stunde gebraucht, aber wir haben halt nirgendwo wirklich reingegangen. Es ist immer noch fürchterlich kalt. Ich überlege mir, dass ich Handschuhe und Mütze zu kaufen. Ich friere mir hier einen ab. Ja, die Sonne hätte heute rauskommen sollen, aber ist sie, wie man sieht, ist sie nicht hier. Ja, jetzt muss ich gleich rüber nach Magic Kingdom, dann nehme ich die Monorail und dann kann ich mich bei Biergästen ein bisschen aufwärmen. Also das Wetter macht leider keinen Spaß, hier so viel rumzulaufen. Ich hätte mich tatsächlich dicker anziehen müssen. Aber damit hat auch keiner gerechnet. Meine Haare sehen wild aus. Also heute ist kein guter Tag für Fotos. Es ist kalt. Mein Outfit ist gecrashed mit einer Leggings. Ja, die anderen sind jetzt hier bei The Land essen und ja, ich laufe jetzt zum Monorail und fahre mit der Monorail Richtung Magic Kingdom, um da dann zu Beer Guest zu gehen. Konnte mich da drin ein bisschen aufwärmen, aber es ist echt, heute Nacht sozusagen, mein Handy hat mir gesagt Frostwarnung. Sind wir in Deutschland? Frostwarnung in Florida. Ja, naja, wird schon irgendwie werden. Heute Abend, denke ich, komme ich nochmal nach Epcot zurück. Ich fahre erstmal ins Hotel, mich nochmal dick anziehen, warm anziehen. Und fahre dann nochmal hierher, um Harmonious mir auf jeden Fall anzuschauen. Heute Abend. Und ich muss mir tatsächlich die nächsten Tage auch noch das World Showcase genauer anschauen. Irgendwie, wir haben halt 9 Tage in den Parks, aber davon war ein Tag jetzt shoppen. Und der andere Tag ist Universal, das ist morgen. Und also 7 Tage in den Parks ist schon ein bisschen tight, würde ich sagen. Also es ist schon alles, ich sehe blauen Himmel, Wahnsinn. Ja, also ist schon knapp bemessen. Also wenn ihr herkommen wollt, ein Tag, ein Park schafft ihr auf gar keinen Fall.
Mal gucken, was ich die nächsten Tage noch alles schaffe. Ich muss mir mal so eine Prioritätenliste noch aufschreiben, was ich unbedingt noch fahren will oder sehen will. Und das andere dann halt auf den nächsten Besuch schieben. Vielleicht ist er ja tatsächlich noch dieses Jahr. Brina und Daniel sind irgendwie so heiß drauf, auch dieses Jahr noch zu fahren. Vielleicht schließe ich mich noch mal an. Aber das werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren. Aber dann mein ganzer Jahresurlaub hinüber, weg, weg. Naja, mal sehen, ob wir noch mal zusammenfahren. Denn mit den beiden ist es doch tatsächlich dann noch mal ein bisschen schöner. So, wir sehen uns gleich in der Monorail. Should I just go now? Is that okay? Yeah, it's okay. It's running. Cool. Thank you so much. Let's have a picture as well. Yeah. We have to wear these. Yes, of course. Sorry. She's wearing my ears. Oh, that's so cute. They look great on you. Thank you so much. Love them. Thank you. Ja, ihr habt es gesehen, ich hatte gerade so einen Fangirl-Moment und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Ich flipp aus. Ich laufe da so lang Richtung Monorail, auf einmal so eine Frau. Hey, sie trägt deine Ohren. Und das sind ja tatsächlich eine meiner Lieblingsohren und die sind von einem Artist hier aus Epcot gewesen. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so gab es die, oder vor 3 Jahren. Und ich fand die so schön. Muss ich gucken, wo ich hin muss. Und ich habe mir die ja damals geordert. Und wie gesagt, das ist einer meiner teuersten Ohren mit Zoll und Versand und allem drum und dran. Hat es mich Unmengen an Geld gekostet, aber ich liebe sie. Und dann war da wirklich der Künstler von diesen Ohren. Hat mir sie unterschrieben. Wir haben ein Foto zusammen gemacht. Es ist, war gerade so ein bisschen Fan. Ich war ein bisschen aufgeregt, als ich ihn dann ja, gesehen habe. So, jetzt geht's hier mit der Monorail nach Magic Kingdom. Man muss einmal umsteigen von Epcot. Wenn jetzt hier irgendwas mit Transportation Center, Ticket Transportation Center. Jetzt muss man einmal umsteigen, um mit der Monorail weiter nach Magic Kingdom zu fahren. Und jetzt kommt die Sonne raus. Das tut so gut. Oh, der Himmel hat aufgeklärt. Ein Träumchen. Besser kann es heute nicht mehr werden. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Hier war ich tatsächlich auch noch nicht, bei den Teacups. Habe gerade die letzten 3 Viertelstunde die Fotopass-Fotografen ausgenutzt, wie ich es konnte. Bei dem schönen Wetter war auch noch meine Leggings ausgezogen, damit ich auch mal ein paar Fotos in dem Outfit ohne Leggings habe. Ist halt ein bisschen Stilbruch gewesen, aber passt schon. So, jetzt zu Be Our Guest. Also ich muss auf jeden Fall noch einen ganzen Tag im Magic Kingdom einplanen. Es gibt so viele Sachen, die ich hier noch nicht gesehen habe oder die ich noch mal sehen möchte. Und da möchte ich mir auf jeden Fall auch Genie Plus holen. Ich habe mir noch nicht entschieden, ob es vielleicht am Donnerstag dann so, unserem letzten Tag der Fall sein wird. Ich muss mal gucken, weil Dienstag soll es tatsächlich regnen. Da würde ich jetzt ungern nach Magic Kingdom kommen. Würde ich ein paar Indoor-Attraktionen oder so abklappern. Ich muss mal gucken. Winnie Pooh hier hinter mir muss ich auch noch fahren. Seven Dwarfs Mine Train habe ich ja später, die Lightning Lane. Und Ariel muss ich auch noch fahren. Also gibt noch viel zu tun in Magic Kingdom. Aber jetzt gibt es erstmal was essen. Ich habe tatsächlich heute, was habe ich heute gegessen? Ein Mini-Muffin und ein paar Goldfische. Diese Cheese Cracker. Das war's. Also ich habe echt die Befürchtung, dass ich abgenommen habe nach diesem Urlaub. Naja, mal sehen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier langlaufe. Die ganzen Menschen.
Ja, also wir sehen uns bei Be Your Guest. Ja, wahrscheinlich hier mein Lieblingsthemenbereich. Schön und das Biest. Da oben seht ihr das Schloss vom Biest. Und ja, da gehen wir jetzt drin essen. Bin sehr gespannt. So, ich zeige euch jetzt auf meinem Handy, was ich mir ausgesucht habe. Es gibt nämlich keine Karte. Es ist nicht günstig, also es kostet $62 pro Person und ihr kriegt ein Drei-Gänge-Menü. Ich habe mich als Vorspeise habe ich mir hier diesen Maine Lobster Biscuit entschieden mit Creme Fraiche und ja, Lobster ist Hummer. Als Hauptgang wurde mir das Rind empfohlen. Ja, das Center Cut Filet Mignon mit Gemüse und als Dessert wollte ich unbedingt Chip, also Tassilo auf meinem Dessert haben. Das habe ich als Foto gesehen. Das ist aber wohl nur im Kindermenü enthalten. Aber sie macht es für mich möglich, dass ich Chip auf meinem Dessert habe. Ja, genau. $62 plus hier muss man auch Trinkgeld geben, mindestens 10% und dann noch die Getränke extra zahlen. Also ist ein teurer Spaß, aber das ist sozusagen mein Geburtstagsessen. Und das Biest läuft hier auch manchmal rum. Und es gibt natürlich noch zwei weitere Räume, rechts und links. Da werde ich mich später nach dem Essen nochmal umschauen. Also das Licht ist nicht das Beste hier, aber meine Vorspeise ist da und es ist natürlich eine Hummersuppe. Wusste ich auch nicht, aber sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und es fokussiert nicht. Ja, jetzt. Also das Licht ist hier nicht so toll fürs Filmen. So, ich mache mal ein bisschen Licht an. Ja, hier ist mein Rind mit Kartoffelpüree, Mais und irgendeiner braunen Soße. Die Suppe war schon mal sehr, sehr lecker und ich habe auch hier noch Brot und Butter bekommen. Zum zweiten Mal, weil ich es so lecker finde. Und übrigens ist Tap Water, also Leitungswasser hier kostenlos. Könnt ihr euch einmal bestellen, ich muss dann nur für den Tee bezahlen. So, ich musste mal wieder das Licht anmachen und ja, Tassilo ist eigentlich nur bei dem Kindermenü dabei, aber sie hat es für mich möglich gemacht. Und das Witzige dabei ist, man kann ihn jetzt anmalen. Da ist ein Pinsel und hier die drei Farben. Ich denke mal, die sind essbar. Und man kann Tassilo, wie man will, anmalen. Ist schon richtig cool. So, hier ist jetzt der West Wing mit der Rose da vorne. Ja, hier seht ihr jetzt mal die Rose von Nam. Und das ist der dritte Raum, wo man essen kann. Sehr schön hell hier drin. So, das Essen war wirklich sehr, sehr lecker bei Be Our Guest. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Wie gesagt, ist nicht ganz günstig, aber sehr lecker. Ich bin pappsatt. Und ja, jetzt ist Zeit für Seven Dwarfs Mine Train, Lightning Lane. Und was ich noch unbedingt sagen muss, also wenn ihr hier essen wollt bei Be Our Guest, müsst ihr direkt 60 Tage vorher reservieren. Das habe ich auch direkt am ersten Tag gemacht, weil die Sitzplätze sind natürlich sehr, sehr begehrt und dementsprechend auch sehr, sehr schnell weg. Ähnlich wie bei Cinderella's Royal Table. Ja, und ja, bin jetzt rausgekommen und ich dachte, ich friere mir jetzt was ab. Es ist super kalt wieder. Die Sonne geht langsam unter, das heißt, ich fahre jetzt zur Golden Hour mit Seven Dwarfs Mine Train. Und dann geht's ins Hotel, was Warmes anziehen und dann nochmal nach
Epcot. Die Fahrt hier muss ich noch irgendwie überstehen. Ich habe wieder meine Leggings angezogen. Ja, ich bin gespannt auf Seven Dwarfs Mine Train, wie es ist, die Schneewittchenbahn. Und natürlich nehme ich euch wieder mit. Ich würde sagen, die Fahrt war ganz nett. Kann man mal machen. Ist ganz schön teuer für... Also, es ist nicht teuer. Es war jetzt, was hast du gesagt, $12? Aber die Fahrt ist halt relativ kurz, ne? 2,5 Minuten oder so waren das jetzt. Aber ist schon eine tolle Bahn. Wartezeit war jetzt gerade 110 Minuten, als ich zur Lightning Lane rein bin. So, die Sonne geht langsam unter und es wird echt kalt. Und ja, ich gehe jetzt ins Hotel. Zieh mich um und dann sehen wir uns wahrscheinlich in Epcot wieder. Wieder dick eingezogen. Jeans, T-Shirt, Spirit Jersey, Jacke, 2 Schals. Ich fühle mich, als wäre ich in Sibirien. Aber nein, es ist Florida. Und ich habe gerade meine Buslinie verpasst. Ja, jetzt fahre ich wieder mit dem Bus nach Epcot. Ist ja alles eigentlich super easy mit dem Bus. Alles super ausgeschildert. Man kommt gut klar. Alles kostenlos. Und ja, war gerade noch an der Rezeption. Wegen Parkmaps, weil ich immer vergesse, irgendwie am Anfang mitzunehmen. Und das Souvenir sind ja eigentlich ganz hübsch. So, jetzt fahren wir nach Epcot. Vielleicht fahre ich jetzt noch Frozen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und ja, sagt die Uhr. Muss so kurz vor 7 sein. Ja, in 2 Stunden ist Feuerwerk. So, ich bin jetzt hier in Epcot angekommen und habe auf Fotos, also ich habe auf einen Fotopassfotografen gewartet. Um Fotos mit dem schönen Hintergrund zu machen. Auf einmal fing diese Show an mit den Lichtern auf der Kugel. Also wow, das war glaube ich die Musik von den Muppets und ich war sprachlos. Ich hatte das erste Mal so richtig Gänsehaut hier in Disney und also es war richtig schön mit der Musik und den Lichtern. Also es sieht jetzt noch wunderschön aus. Also Epcot bei Nacht gefällt mir echt gut. So, ich bin jetzt bei Test Track Single Rider rein und er meinte, es ist keine Wartezeit. Würde ich sagen, legen wir mal los. Was nehmen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Fahrverhalten, Effizienz, Leistung. Ja, meinetwegen. So. We'll be right back.
Ja, ich bin nach Testtrack tatsächlich nochmal zurück, um mir nochmal diese, ich weiß nicht, gerade Spaceship? Heißt diese Kugel Spaceship? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin jetzt nicht der Epcot-Kenner. Auf jeden Fall bin ich nochmal zurück, um mir nochmal diese Show anzugucken. Da. Es war tatsächlich eine andere, nicht die mit den Muppets, eine andere Lichtershow mit Musik. Die Muppets haben mir dann besser gefallen. Und jetzt bin ich schon mal Findet Nemo gefahren, denn ich wollte nochmal einen On-Ride filmen mit dem iPhone. Das iPhone macht halt bessere Nachtaufnahmen. Und es war ein Walk-On, deswegen dachte ich, ja. Und bei der Kälte kann man sich ein bisschen aufwärmen bei so Indoor-Attraktionen. Deswegen bin ich dann nochmal Findet Nemo gefahren. Ja, jetzt suche ich mir mal ein Plätzchen fürs Feuerwerk. Irgendwie habe ich Lust auf was Warmes und ja, ich probiere jetzt mal hier bei Pop Eats die Tomatensuppe mit Grilled Cheese. Für 5 Dollar ist okay und ich probiere mal was vom, nicht Food and Wine, habe ich den Festival of the Arts, probiere ich mal was von den Snacks. Ja, ich wollte halt noch was Warmes eigentlich trinken, aber bei Starbucks war so viel los, da dachte ich, probierst du mal die Tomatensuppe, dann hast du mal was von Festival of the Arts probiert. War sehr, sehr lecker. Aber zum Food-Influencer werde ich hier bei diesem Trip auf jeden Fall nicht mehr. Dafür fehlen mir die passenden Leute. Daniel, Brina, damit seid ihr gemeint. Ja, also wir essen immer zusammen sehr, sehr viel und probieren auch sehr, sehr viel, aber irgendwie alleine oder mit den anderen ist es tatsächlich nicht so essensreich. Was auch vielleicht gut für meine Figur ist. So, jetzt suche ich immer noch einen Platz fürs Feuerwerk. Angekommen, eingepackt wie ein Eskimo. Haben mir jetzt noch einen koffeinfreien Kaffee geholt, weil das einzige Warme da war, was zu trinken gab. Es sind 5 Grad. Es sind einfach 5 Grad in Florida. Ich habe so ein bisschen Disneyland Paris Vibes, denn so kalt weiß ich nur, dass es in Disneyland Paris ist. Und bei 5 Grad bin ich definitiv anders angezogen in Paris als hier. Mit Ugg-Boots und Handschuhen und Mütze, aber darauf war ich jetzt hier in Florida nicht so ganz vorbereitet. Naja, mir sind auch meine Hände abgefallen fast nach dem Feuerwerk, also die waren wirklich Eiszapfen. Ich gehe jetzt schön unter die heiße Dusche. Achso, Harmonious, habe ich ganz vergessen. Ja, das Feuerwerk war sehr imposant, also fand ich schon schön. War natürlich auch wieder eine Aneinanderreihung von Filmszenen, aber es ist ein sehr imposantes Feuerwerk. Und ich stand tatsächlich zwischen Marokko und Norwegen direkt vorne. Ich kam 15 Minuten früher, hatte einen super schönen Spot bekommen. Ja, ich habe tatsächlich gegoogelt vorher, wo man sich am besten hinstellt. Und da wurde halt Marokko und Norwegen empfohlen. Hauptsache kein Baum vorm Gesicht. So, ja, jetzt gehe ich unter die heiße Dusche. Und morgen geht's nach Universal zu Harry Potter. Bin sehr gespannt. Morgen packe ich mich definitiv etwas dicker ein.
soll morgen früh nämlich noch so 2 oder 3 Grad werden. Und tagsüber dann Sonne. Ich hoffe es. Aber es ist einfach furchtbar kalt. Ja, also ich verabschiede mich heute bei euch. Es war wirklich ein toller Tag, muss ich sagen. Viele Highlights dabei gewesen. Auch ein sehr langer Vlog wahrscheinlich. Und ja, fand ich tatsächlich einen tollen Tag. Ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Ich kann es nicht zeigen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns morgen in Universal wieder.